Ich habe ein Rezept bekommen, das backen wir heute nach. Es ist halt ein No-Bake-Kuchen, aber man sagt trotzdem backen, oder? Also ich sage es einfach backen, auch wenn es No-Bake ist. Was brauchen wir? Als erstes Butterkekse. Nämlich, ich habe das Rezept offen, nicht wundern, wenn ich immer so nach rechts linse. Wir brauchen 450 Gramm Butterkekse. Ich habe hier viel zu viele Schüsseln, ey. Ihr kennt ja das Typische bei den Verkäufern, oder? Wenn sie fragen, darf es ein bisschen mehr sein. In dem Fall haben wir halt jetzt 470 Gramm. Auf die 20 Gramm, glaube ich. Kommt hoffentlich nicht an. Gut, Kekse. So, dann brauchen wir Butter. Ich habe sie jetzt geholt. Nämlich, ich muss selber lesen, 180 Gramm. Alle Leute, die öfters backen, verdrehen nur die Augen und denken sich, uff, Thomas, was macht der da? Gutes, perfektes Augenmaß. 182 Gramm habe ich. Läuft. Als nächstes brauchen wir ein Päckchen Gelatine. Ich nehme da die gemahlene, nicht die Blätter. Ich kann mit den Blättern überhaupt nicht umgehen. Das kann niemand. Genau, ein Päckchen. Den Rest können wir zur Seite legen. Als nächstes brauchen wir ein Kilo Frischkäse, Natur natürlich, bitte nehmt keine Kräuterfrischkäse oder so. Ich glaube, das könnte dezent widerlich werden. Genau. Ein Kilo. Genau, als nächstes brauchen wir zweimal 170 Gramm gesüßte Kondensmilch. Da waren diese Päckchen, das war ideal, weil es genau 170 sind. Brauchen wir nämlich für zwei verschiedene Sachen, also lasse ich es getrennt, brauchen wir nicht zusammenmischen. Als nächstes brauchen wir 550 Milliliter Schlagobers. In Deutschland sagt man Schlagsahne, dürfte ich lernen. Bei uns ist es halt der Schlagobers. Ist dasselbe. Dann brauchen wir noch 200 Gramm weiße Schokolade. Das Päckchen hat genau 200, das ist ideal. Und ich glaube, es ist egal, ob man jetzt normale weiße Schokolade nimmt oder Kuvertüre oder Kochschokolade. Ich habe jetzt so eine Kuvertüre genommen, weil es halt da war. Dann brauchen wir noch zwei Päckchen Vanillezucker. Also ihr merkt, wir waren heute groß einkaufen. Den Rest legen wir wieder zur Seite. Zur Dekoration brauchen wir dann noch irgendwas Buntes. Wir haben da jetzt so diese bunten Crispies gefunden. Also ihr könnt es verzieren, wie ihr Bock habt natürlich, ist eh klar. Und ganz wichtig natürlich für einen Regenbogenkuchen sind die Lebensmittelfarben. Ich habe sie mir schon in der richtigen Reihenfolge angerichtet, darum hole ich sie jetzt auch in der richtigen Reihenfolge hervor. Wir machen eine rote Schicht, eine orange Schicht, eine gelbe, dann eine grüne, eine blaue und eine lila Schicht. Also sechs Schichten in Summe und dann bekommen wir hoffentlich einen schönen Regenbogen zusammen. Als erstes müssen wir mal die Kekse kleinkrümelig bekommen, weil das wird quasi unser Kuchenteig. Die Kekse fliegen davon. Jetzt dürft ihr mir zusehen, wie ich Kekse zerbrösele. Und damit wir sie noch kleiner bekommen, zerdrücken wir sie jetzt mit einer Tasse. Das heißt, ihr könnt mal so richtig eure Aggressionen rauslassen. Genau, wenn ihr es dann alles zerkleinert habt, soll es ungefähr so aussehen. Wie gesagt, holt euch einen Häcksler, ist viel einfacher wie mit der Methode. Oder kennt ihr andere Tricks, wie man Kekse verkleinert? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare mal runterschreiben. Dann gehört die Butter geschmolzen und die geschmolzene Butter dann in diese Keksmasse reingepumpt. Dafür werde ich meinen Ring aber mal wegnehmen und wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn die Butter zerlassen ist, kommt sie in diese Masse, darf dann schön durchgeknetet werden und kommt dann eben in die Backform, sofern ihr so eine habt oder halt Auflaufform, was auch immer, schön am Boden und am Rand verteilen, das wird quasi unser Boden, kommt dann für 30 Minuten in den Kühlschrank und dann kümmern wir uns um die Creme.
Also frohes Manschen. Genau, da stellen wir es für 30 Minuten in den Kühlschrank. Ich gehe Hände waschen, räume hier zusammen und dann machen wir uns an die Creme. So, der Boden ist im Kühlschrank, meine Hände sind wieder sauber. Jetzt machen wir uns an die Creme. Jetzt brauchen wir mehrere Schritte. Wir müssen zuerst mal das, die Gelatin, genau so heißt das Ding, ansetzen. Dafür brauchen wir 175 Milliliter Wasser. Wenn ihr eine meiner Merch-Tassen habt, das ist ungefähr so zur Hälfte voll. Da mischen wir das jetzt rein. Wo habe ich das jetzt hingepackt? Da. Einfach ordentlich verrühren und stehen lassen. Das ist aber viel Gelatin auf wenig Wasser. Prost? Nee, wird glaube ich nicht schmecken. Genau, das lassen wir jetzt stehen. Dann brauchen wir 375 Milliliter aufgeschlagene Schlagsahne. Die bereite ich da erstmal vor. Wenn mich meine Küchenwaage mag. So. Da kommt ja gar nichts raus. Komm. Dankeschön. Ich glaube, ich habe eine zu kleine Schüssel genommen. Gut. Und dann schlagen wir mal den Schlag. Der Schlag ist geschlagen. Und wenn ihr das so toll gemacht habt wie ich, dann dürfen wir es nochmal putzen. Bis gleich. Gut, ich habe es wieder geputzt. Fertig. Schlag ist aufgeschlagen. Dann brauchen wir die große Schüssel. Da kommt jetzt nämlich das Kilo Frischkäse rein mit den 170 Milliliter Kondensmilch. Das Ganze wird jetzt schön cremig gemixt und dann heben wir mit einem Spaten oder ähnliches den Schlagobers rein. Also ja, mixen die zweite. Jetzt kommt dann noch die Gelatine rein, ein Päckchen Vanillezucker und die geschmolzene weiße Schokolade. Dafür müssen wir sie natürlich in einem Wasserbad erstmal schmelzen. Das machen wir jetzt. Gut, die Schokolade ist geschmolzen. Jetzt packen wir mal den Vanillezucker rein. Weg mit dem Müll. Unser komisches Gelatinewasser rühre ich jetzt nochmal zur Sicherheit um. Oder fühlt sich anders als sich abgesetzt? Ich habe keine Ahnung. Komisches Gedöns. Kommt auch rein. Ja, das. Ja, da klebt Gelatine am Boden. Die kratze ich kurz raus, weil ich schätze mal, die brauchen wir. Gut. Und dann die Schoko. Dankeschön. Voll gerne. Ich habe ein helfendes Händchen im Hintergrund. Genau. Und schön die Schokolade noch mit rein. Und das alles dann nochmal mit einem Schneebesen schön durchrühren. Oder mixen oder wie man das auch immer nennt. Und das wird dann unsere Creme. Eigentlich sollte man es jetzt schon in 6 Schüsseln aufteilen und dann kurz in den Kühlschrank stellen, dass es ein bisschen härter wird. Da ich nicht so viel Platz im Kühlschrank habe, stelle ich jetzt die ganze Schüssel rein und teile es dann erst auf und hoffe, dass das gut geht. Also lassen wir abkühlen und dann machen wir weiter. Ich habe die Creme jetzt ca. 15 Minuten abkühlen lassen, dass sie ein bisschen härter wird, eben von der flüssigen Schoko und so. Rühre sie jetzt nochmal um
und dann verteilen wir sie auf 6 Schüsseln. Und normalerweise kennt man sie ja von Backvideos, da werden so fancy Glasschüsseln oder so verwendet. Besitze ich natürlich alles nicht, darum habe ich einfach Suppenteller vorbereitet. Und das teilen wir jetzt einfach auf 6 gleichmäßig auf. Jetzt haben wir unsere 6 Portionen und ich habe eine Fliege hier drin, sehe ich gerade. Ich hoffe, die stört mal nicht. Das wird mein Kuchen, geh weg. Jetzt kommen die Lebensmittelfarben rein. Ich weiß nicht, wie es ist. Im Rezept stehen 2 Tropfen. Es kommt halt stark auf die Farbe drauf an. Ah, das meinen Sie mit drücken. Okay, okay, okay. Mit Unterstützung bekommt man es hin. Also je nach Lebensmittelfarbe mehr oder weniger oder wie farbintensiv ihr es haben wollt. Ich würde hier jetzt mal probieren, 5. Probieren wir es einfach mal mit Lila, bevor wir alle Farben machen. Und 5 Tropfen hätte ich jetzt mal gesagt. 1, 2, 3, 4. Das ist aber schon verdammt wenig. 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Und halt dann kräftig umrühren. Jetzt haben wir unsere 6 Farben hier. Wird Zeit, unseren Tortenboden wieder zu holen. Ich räume hier kurz auf, hole den Boden und dann machen wir weiter. Jetzt kommt der aufwendige Part, weil wir wollen ja natürlich nicht, dass sich die Farben vermischen, sondern dass es einen schönen Regenbogen ergibt. Das heißt, wir füllen jetzt die erste Creme rein, lassen es dann 20 Minuten im Kühlschrank stehen und füllen die nächste rein. Und so machen wir das jetzt bei allen 6 Schichten. Das heißt, die erste Schicht schütten wir mal rein und dann geht es ans Abkühlen. Also für den Kuchen ist echt viel Zeit notwendig. Während der Kuchen jetzt im Kühlschrank ist, bereiten wir schon mal das Topping vor. Wobei es für Topping echt viel ist. Ich lasse mich überraschen. Wir brauchen jetzt die 250 ml Schlagobers. Ich habe diesmal eine tiefere Schüssel verwendet, in der Hoffnung, dass es nicht so kleckert wie vorher. Dann, jetzt muss ich selber kurz gucken. Weil da kommt doch safe nicht das Ganze rein, oder? Doch, da kommt das Ganze rein. Da kommen nochmal 170 Gramm Kondensmilch rein. Das kommt mir echt viel vor. Aber gut, wir machen es nach Rezept. Kann nur schief gehen. So. Vor allem, das kommt nämlich vorm Aufschlagen rein, laut Rezept. Ich würde es ja irgendwo noch verstehen, wenn es nachher reinkommt. Und noch eine Packung Vanillezucker kommt rein. Sehr schön. Und das Ganze jetzt natürlich wieder aufmixen. Also richtig steif wird das mit der Kondensmilch nicht. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, wenn ihr das Rezept nachkocht, lasst diese Milch vielleicht weg. Oder schüttet sie erst nach dem Aufschlagen rein, aber das wird nicht wirklich ein Schlag. Wir packen es in den Kühlschrank, vielleicht wird es trotzdem ein bisschen härter. Und wenn das dann alles fertig ist, dann kommt die Dekoration oben drauf. Wir haben das Zeug jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank gelassen. Und ganz ehrlich, wenn euer Schlag selbst nach einer halben Stunde noch so ist, dann ist es kein Schlag. Also das mit dem Topping können wir vergessen. Ich persönlich tippe tatsächlich drauf, dass es an der Kondensmilch lag. Also wenn ihr die Verzierung machen wollt mit Schlag, nehmt die Kondensmilch nicht her, auch wenn es vielleicht gut schmeckt. Ja, wir sprühen jetzt halt noch ein paar Sprinkles drauf, direkt auf die Torte und
Dann gucken wir mal, ob es was geworden ist. Viele bunte Smarties. Nur, dass es keine Smarties sind. Ich habe immer so Angst bei so Sachen, wenn ich es öffne, dass es wusch macht und alles durch die Gegend fliegt. Und ich schätze mal, ihr wartet auch alle darauf. Aber ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig, das passt. Ja, da schütten wir es einfach so ein bisschen drüber, würde ich sagen. Genau. Sieht hübsch aus. Für meine Verhältnisse sogar ganz okay. Ich hätte nämlich gerne mit dem Schlag dann so die Reste hier verdeckt, weil eben teilweise sieht der Boden noch raus und so. Aber it is what it is. Ich packe es jetzt trotzdem noch mal ein bisschen in den Kühlschrank, weil mir kommt das Ganze noch zu wackelig vor. Gerade die oberen Schichten sind nicht so schön hart geworden wie die unteren. Und dann wird angeschnitten, beziehungsweise hier der Rahmen geöffnet und im schlimmsten Fall zerfließt uns alles. Wir sind zurück mit dieser schönen Torte. Ich habe mir Verstärkung geholt eigentlich zum Verkosten. Hallo. Das Ding wackelt. Ich glaube, man sieht, das Ding wackelt hart. Ich glaube, das war ein absoluter Fail. Die ersten Schichten sind echt fest geworden. Also die ersten drei, bei der vierten ging's, aber die fünfte und sechste Schicht, die ist, ja. Ich habe keine Ahnung, es ist dieselbe Creme. You don't wanna open it. We're gonna open it. Ja, ich mache hier schon mal etwas Platz. Wir öffnen dieses... Ihr seht es nicht, wir haben hier Unterstützung. Hallihallo. Er schließt schon die Augen. Er schließt nicht die Augen, er macht diesen. Ja. Aber es ist wie ein Autounfall, man kann nicht wegsehen. Also grundsätzlich hebt sie ja. Du hast sie noch nicht angeschnitten. Ja. Oh Gott. Ich will es nur sehen. Du willst sehen, wie ich scheitere? Ja. Ich muss es so anschneiden, dass die Leute in der Kamera auch sehen, wenn ich schon scheitere. Also ihr seht gleich einen Fluss aus Creme. Hey, wenn das jetzt hebt, ich dreh durch. Es wird nicht heben. Ich wäre so enttäuscht, weil jetzt nichts rausfließt. Danke! Ich meinte, das wäre so schön, wenn jetzt nichts rausfließt. Warum habe ich dich nochmal geholt zur Verkostung? Weiß ich nicht. Ich bin halt seriously zu doof zum Schneiden. Vielleicht bin ich gar nicht nur wegen der Verkostung da. Sie ist nur da, um mich auszulachen, wenn ich scheitere. Nein. Dir ist bewusst, dass ich da mit dem Cutten sehe, was du da gerade gemacht hast, oder? Also noch fließt nichts fürs Protokoll. Ich habe das erste Stück angeschnitten, es fließt nichts. Mal schauen, was passiert, wenn ich es raushebe. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Geh raus, du bescheidenes Stück Kuchen. Es bricht. Es bricht unten. Habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Oh, grundgütiger. Schnell, dreh's um, es sieht fancy aus. Regenbogen sieht das aber auch nicht aus. Ich bin enttäuscht. Aber es da läuft nicht. Ja, ich bin enttäuscht. Ich zeig's euch mal, wie das Stück hier aussieht, wenn es fokussiert. So. Ja, es ist bunt. Man kann die bunten Farben erahnen, aber das ganze Schichten und Abwarten hat sich nicht wirklich was gebracht. Mal schauen, ob es geschmacklich wenigstens überzeugen kann dann. Das wird jetzt die große Frage werden. Wir sind bewaffnet. Also, die Hoffnung lebt noch, Leute. Drückt mir die Daumen. Bisschen Angst, muss ich sagen. Wir schneiden uns hier durch Schichten von Creme durch. Irgendwo. Ich hab lila. Findet man auch im Boden. Seht ihr das? Ich hab lila. Ich hab ein bisschen gelb dabei. Guck. Ist das die Farbe von meinem Ring? Oh, cute. That's so cute. Oder meine Halskette. Key. Sprich deine Gedanken aus. Hast du da Gelatine drin? Ja. Ich hatte gerade einen Batzen Gelatine. Oh Gott. Hat sich das jetzt
Weird angefühlt. Okay, da ist keine Gelatine. Also kann man es essen, oder wie? Ja. Oh, ich auch. Mhm. Das ist so die weirde Experience. Ja. Ja. Lass die Gelatine weg. Die bringt dich absolut nicht, ihr seht es, der fließt trotzdem. Aber vom Geschmack ganz her. Ganz unten hat sich abgeschätzt. Ist es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Also es ist lecker, nur die Gelatine stört so ein bisschen. Also ihr habt gehört, keine Gelatine verwenden, beim Topping keine Kondensmilch verwenden und irgendwie hoffen, dass das Zeug fester wird als bei mir. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Well, ja. But it's tasty though. Ihr könnt es gerne nachbacken, schreibt mir, ob es bei euch besser gelungen ist, ob es am Rezept oder an mir lag. Ihr habt den ganzen Prozess gesehen, was ich falsch gemacht habe. Bitte belehrt mich gerne, ich freue mich um euer Feedback. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Wenn ihr noch mehr Videos in die Richtung sehen wollt, schreibt gerne, was genau ich als nächstes versuchen soll, wo ich dann kläglich scheitere. Eine Zaube ist sicher wieder bereit, das Versuchskaninchen zu spielen. Für dich. Jederzeit. Ihr habt gehört, ich darf sie vergiften. Gebt mir schöne Rezepte. In dem Sinne, haut rein, Leute. Ciao. Bye. Du wolltest nicht zu leise sein. Wie fange ich das Video an? Hallo liebe Leute. Hallo liebe Leute, genau. Oh Mann. Dann brauchen wir Butter und die habe ich jetzt holen vergessen. Läuft. Mir geht hier echt der Platz aus. Alexa, wie viel ist 375 plus 175? Und die schlagen wir jetzt auf mit dem Mixer, den ich nicht hergerichtet habe. Die Farbe, die ich nicht mal aufkriege aktuell. Ist das so eine Kindersicherung, oder? Thomas, 31, zu blöd für Kindersicherungen. Oh shit, ey. Tortenboden, genau. Tortenboden. Aber ich lasse mich. Fail. Du bist? Schmeckt voll gut, aber das ist so widerlich, weil es so ist wie so. Kennt ihr das? Früher, wenn ich so Zeitschriften gekauft habe. Und das Spielzeug war so dran und er zieht es so weg mit diesem Kleber, der dann so. Ja. Und es gibt mir keiner das Feeling.